Die Pubertät ist wie eine zweite Geburt und mindestens ebenso schmerzhaft, eine Operation bei vollem Bewusstsein. Der Roman Demian von Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse begleitet seine Hauptfigur Emil Sinclair auf verschiedenen Stationen des Erwachsenwerdens, leidenschaftlich, mitfühlend, spirituell-religiös überhöht. Im jungen Schauspielhaus ist der Stoff nun von dem erst 25-jährigen Regisseur Moritz Beichel umgesetzt worden. Die Inszenierung springt beherzt in den reißenden Gefühlsstrudel der Adoleszenz und dürfte damit Kopf, Herz und andere Körperregionen der Zielgruppe, ab 14 Jahren, treffen. Wenn die Welt solche Leute wie mich nicht brauchen kann, gehe ich eben kaputt, sagt Emil Sinclair. Regelmäßig kommt er mit der dunklen Welt in Berührung. Er wird erpresst, trinkt, vernachlässigt die Schule. Immer wieder begegnet er dem undurchsichtigen Max Demian, der ihn mit Lebensweisheiten und praktischer Hilfe unterstützt. Die 90 Minuten im Malersaal sind intensiv gespielt, emotionsgeladen und abwechslungsreich. Das junge Publikum wird sich in die 100 Jahre alte Story problemlos einklinken können. Die Ich-Findung ist eine zeitlos turbulente Angelegenheit. Kam, Malersaal im Schauspielhaus, 8. 9. 12. 16. 19.2. 13 Euro, Telefonnummer 24, 8713.